Die deutsche Wirtschaft wird in den kommenden Jahren ihre aktuelle Schwächephase überwinden. Das erwarten die Volkswirte der Deutschen Bundesbank in ihrer aktuellen Prognose. Hermann Josef Hansen leitet das Team. Wir gehen davon aus, dass die aktuelle Konjunkturschwäche auch im nächsten Jahr noch anhalten wird. Aber im Jahr 2021 dürfte dann die Wirtschaft wieder etwas stärker wachsen. Demnach würde die Wirtschaft im kommenden Jahr kalenderbereinigt mit 0,6% zwar erst einmal noch verhalten wachsen. In den Jahren 2021 und 2022 könnte die Wirtschaftsleistung nach Meinung der Experten jedoch um knapp 1,5% pro Jahr zulegen. Die Impulse in der Wirtschaft kommen im Prognosezeitraum im Wesentlichen vom Ausland. Aktuell ist die Inlandsnachfrage sehr robust, das bleibt auch so. Aber die Exporte dürften sich beleben im Einklang mit der stärkeren Auslandsnachfrage. Im Juni erwarteten die Volkswirte der Bundesbank noch ein deutlich höheres Wachstum von 1,2% für das kommende Jahr. Wir sind in der Juni-Projektion davon ausgegangen, dass sich der Welthandel zügig beleben wird und dass die Industriekonjunktur global wieder an Fahrt gewinnen wird. Das hat sich bislang nicht gezeigt in den Daten, sodass wir hier auch für die Zukunft etwas vorsichtiger geworden sind. Die Inflationsrate in Deutschland dürfte weiterhin moderat bleiben. Hansen erwartet einen Preisanstieg von rund 1,5% für die kommenden 3 Jahre. Dahinter stehen verschiedene unterschiedliche Entwicklungen. Auf der einen Seite haben wir einen stetigen binnenwirtschaftlichen Preisdruck. Auf der anderen Seite wird sich Energie zunächst verbilligen und dann in den Jahren 2021 und 2022 auch wegen des Klimapakets erhöhen. Insgesamt bestehen auch weiterhin Risiken aus dem externen Umfeld, die den derzeitigen Abschwung in der Industrie verschärfen und verlängern könnten. Damit würde auch die Gefahr größer, dass sich negative Effekte auf die Gesamtwirtschaft übertragen.